Hier sind wir wieder im Schloss Dimitrescu. Ihr seht, hier ist wieder der Duke. Und wir machen uns auf eine neue Erkundungstour. Ja, geh du mal weg. Lady Dimitrescu scheint hier ihre Runden zu drehen. Aber anscheinend nicht bemerkt, dass wir hier sind. Genau, große Frau, geh du mal woanders hin. Komm jetzt nicht durch die Tür da, bitte. Okay. Oben ist die Bibliothek. Was ist denn die Musik so? Sie dürfte gar nicht hier... in der Nähe sein. So, wir gucken noch mal, ob wir den Rest in der Bibliothek hier finden. Irgendwas müssen wir doch vergessen. Ja. Was? Das war das? Na, das hat uns doch gut getan, jetzt noch mal 10 Schuss hier zu bekommen. Und dann gucken wir, was hier oben auf dem Dachboden auf uns wartet. Und alles, das haben wir uns ja alles angeguckt. Eine Rifle haben wir hier bekommen und hier fliegen die netten kleinen Igelmonster hier von A nach B. Ja, komm du mal schön hier hin. Gelebt sogar. Ist da der Nächste schon? Nee, noch nicht. Gott. Ekelig fliegende kleine Schnaken hier. Das ist der Aufzug. Dass man hier nichts übersieht. Oh, okay. Doofe Viecher. Wir sollen die Rifle bestimmt verwenden, aber so geht's ja auch mit einem Schuss. Schon der Nächste? Den Balkon verstorben. Und zerfällt direkt zu Staub. Ja, komm du nur. Schnee und es geht nicht weiter. Ach, der fliegt wieder los. Ja. Wäre jetzt leicht gewesen. Jetzt kommen sie. Vielleicht zwei von denen. Hm.
muss der andere, der lebt da noch, oder? Jetzt kriege ich kein Geld für die. Das ist aber auch mies, wenn die da abstürzen. Der eine hängt da unten fest, na super. Dann stechen wir dir bei dem Kopf und wir kriegen trotzdem nichts. Graphic Error. Oh, keine Ahnung, der hängt jetzt irgendwie da unten fest. Wir marschieren hier mal weiter. Hab ich das schon den nächsten gehört, dass man hier sicherer stand. Ja, es war voll daneben. Hier liegen einfach so mal ein paar Lei auf der Erde. Okay, keiner mehr von denen hier. Oh, krass. Da. Was ist das für den? Ich will aber auch das Geld von dem haben. Wenn die da irgendwie so blöd runterfallen, komme ich ja nicht an die dran. Ist er nicht hier hingefallen? Och, Menno. Das finde ich hier jetzt wirklich unfair. Also wenn die da irgendwo an der Seite runterfallen, komme ich ja nicht ans Geld dran. Können wir uns abseilen? Offensichtlich. Nicht mehr zurück, aber da ist auch die letzte Statue mit dem Kopf, den wir brauchen. Sieht aus wie so ein Käfig. Mal gucken, was passiert. Maske des Zorns. Okay, jetzt sollte ich hier rauskommen. Da können wir runterklettern. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle Masken. Mal gucken, dass Lady Dimitrescu uns nicht sieht. Aber irgendwie ist das Dach noch rot. Fehlt ja offensichtlich noch irgendwas. Naja, wir nehmen erstmal den Aufzug nach unten. Wer weiß, was wir hier vergessen haben. Oder die Vögel werden nachher noch gezählt, die da abgestürzt sind, wo wir die Münzen leider nicht von bekommen.
Okay, die Tür ist noch zu, aber alles außer der Innenhof ist blau. Okay, der Weg da unten zählt auch schon als rot, der zum Dachboden geht. Das ist genau, Schloss oben ist rot, das Dach. Und da Glockenturm. Da kamen wir ja auch nicht weiter. Anscheinend kommt man noch mal höher auf einen Turm. Aber wir sind in jedem Raum gewesen. Verkostungszimmer, da ist noch eine rote Tür. Lästige Missgeburt! Lauf Warum so ist schnell, die denn jetzt da? Ich krieg dich schon! Das ist unfair. Oh, so, ab hier rein beim Duke. Ob der uns noch was Schönes verkauft? Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Das ist ganz passend, dass du dein Geschäft erweitert hast. Was haben wir denn hier? Ich brauche mal was zum Heilen noch. Mindestens eins. Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Ich weiß jetzt nicht, was er erweitert hat. Vielleicht hier die Flinte? Das hier kann ich ja nicht mehr verbessern. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Nun, verbessern wir das mal einfach. Sieh es als Investition, Ethan. Danke für deine Treue. Und ja, mehr gibt es nicht. Dann gucken wir mal, dass die Lady uns hier nicht im Weg steht und wir... Da ist sie schon, die... Masken eingesetzt bekommen. Genau, niemand ist da. Geh einfach woanders hin. Der Engel der Verzückung. Freude. Also dir mache ich erst. Boah, ich gehe jetzt gerade noch mal beim Duke rein. Die ist ja direkt an meinem Popo. Okay, ein bisschen was haben wir abbekommen. Geh mal bitte weg. Ich will da aus dem Ausgang raus. Ernsthaft? Was geht die da nicht weg? Dann es halt gibt nicht. Keinen Kommen! Kommt die mir jetzt nach? Nee, raus geht's denn nicht. Vielleicht mag die auch nicht raus. Ein riesiger Turm. Sie kommt mir nicht nach. Und ich bekomme Kräuter, ja, das. Genau, geh du mal woanders hin.
sieht mir doch so aus, als würden wir hier irgendwas finden und sie kommt uns nicht nach. Da muss noch irgendwas sein. Wir waren zwei Krüge. Haben wir noch irgendwas übersehen? Es ist noch rot hier. Komisch. Ja, weiß ich jetzt nicht, was wir da übersehen haben. Eine alte Kirche. Bücher. Kann man die kaputt machen? Nein, diese Fenster kann man nicht kaputt machen. Und ein alter Sarg mit dem Siegel der Lady Dimitrescu oder mit dem Dimitrescu-Siegel. Der Dolch. Ist das dieser giftige Dolch, von dem wir gelesen haben? Dann nehmen wir den doch schon mal mit. Haha, dann haben wir auch eine Chance gegen sie. Du hast alles ruiniert! Okay, wir stechen uns jetzt gegenseitig ab. Scheiße! Ja, das ist aber wirklich... Ach du Was? Oh Gott, die soll uns doch am Leben lassen, die... Oh. Dein neuer Look ist viel besser als der alte. Findet ihr das hübscher? Ich denke mir gerade nur, what the heck? Ja, gib mir das mal alles her. Boah. Ja, nein, ist schon wieder. Immer das L1. Ich will auf L1 laufen. Ja, nur weil dich nie jemand da drin gesehen hat, haben wir nicht jetzt... Munition bekommen. Ich habe nur eine Röhre. Hinter dir, du verrückte Schmelder. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen hier. So clever ist, hinter der herzugehen. Was gibt dir das Recht? Ja, was gibt dir das Recht, mich hier töten zu wollen? Du sollst mich nämlich auch nicht töten. Unwürdige Kreatur! Du kannst mich nicht töten! Wir können alles. Ja, flieg du mal offen. Mehr! Mehr Blut!
Nu? Ich kann mich gar nicht wehren, das ist nur Zwischensequenz. Ich renne jetzt einfach mal hier und hier diese ganzen kleinen Ekelfliegen hier aktiviert. Du kannst nirgendwohin, Ethan! Na komm, sei nicht schüchtern! Zeig mir deine Angst! Meine Angst, hör auf hier doof im Kreis zu fliegen, davon wird mir schlecht. Ist jetzt hinüber? Ist das normal? Es ist zu spät! Du siehst deine Rose nie wieder! Was dir bleibt, entschwört! Die ist tiefe mitgezogen. Also wir überleben ja anscheinend echt alles. Ich dachte, sie hält länger durch und ist sowas wie fast der Endboss. Kristalline Lady. Viel Spaß in der Hölle. Blutige Angelegenheit. Ja, viel Spaß in der Hölle. Meine Munition hat man da ja wirklich gut bekommen. Ein Glück hat mir die ja auch alles verbessert schon. Ich muss gucken, dass ich nicht L1 drücke. Ich verbrauche immer außersehen hier die Heilungsgegenstände. So. Da haben wir Kristalline Lady. Überreste von Lady Dimitrescu. Schreckenserregend wie elegant. Also irgendwie werden auch alle immer Kristalle. Und wir finden uns jetzt irgendwo hier an der Seite von Schloss Dimitrescu. Da hinten ist was. Da ist wieder das Siegel von ihr drauf. Ich war da nicht wie so ein Embryo drin? Ich komme hier wohl endlich raus. Oh. Dreckiges Glasgefäß. Oh, ja, und wir sind, wie Ethan schon sagt, endlich hier raus. Das ist ein komplett neuer Bereich auch. Okay, ein Schiff und ein kleines Haus. Er ruft direkt nach Bruce. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bring sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruine runter ins Dorf. Okay, das scheint ein Hinweis zu sein, ein Schmuckkästchen ohne. Ist das geklopft? Hier können wir speichern. Ist ein Plumpsklo für uns. Ist sogar noch was drin, ja. Wieder ein Brunnen, wo wir keine Kurbel für haben. Okay,
Hier ist nur ein verschlossenes Tor. Alles klar. So, dann machen wir, hier können wir auch speichern, eine Pause an der Stelle. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Resident Evil Village, ihr Lieben. Macht's gut.